Wenn du gerne wissen möchtest, wie man Google Docs Dokumente drucken kann, dann bist du genau hier richtig in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der Schritte verpasst. Zuallererst ist es natürlich wichtig, dass wir einen Google Drive Konto haben. Das ist ganz simpel, du brauchst nur ein Google Konto und meldest dich ganz normal bei Google Drive an. Das habe ich in diesem Sinne schon getan. Kannst du hier oben eingeben drive.google.com und dann kannst du dich eben anmelden mit deinem Konto. Und jetzt möchtest du natürlich ein Google Docs Dokument ausdrucken. Das heißt, wir öffnen hier eins mal schnell und dann siehst du hier ein Dokument. Wir schreiben jetzt hier einfach irgendwann was hin, zack. Und das möchtest du jetzt ausdrucken. Und da zeige ich dir ganz simpel, wie das funktioniert. Und zwar, wir gehen hier oben auf Datei und dann siehst du hier ganz unten auf Drucken. Sobald du auf Drucken gehst, siehst du erstmal hier deine Vorschau von deinem Dokument, was du eben ausdrucken möchtest. Und das Ziel hier auf der rechten Seite ist es nicht, als PDF zu speichern, sondern du kannst dann eben meinen Drucker nehmen. Bei mir ist es in dem Fall der HP LaserJet MFP M28. Und da kannst du die Seiten auch nochmal bestimmen, wenn du mehrere Seiten hast, wie viele Kopien davon. Weitere Einstellungen kannst du schauen, okay, Papierform als Letter, Render und so weiter und so fort. Das brauchen wir in dem Sinne nicht, weil wir wollen das ganz normal ausdrucken. Und sobald du das dann alles eingestellt hast, drückst du nur noch auf Drucken und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. So simpel und so einfach funktioniert das, wie man eben bei Google Docs Dokumente ausdrucken kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. In der Endcard verlinke ich dir ein weiteres Video zu Google Docs. Schau es dir im besten Fall an und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.